Kurze Sache zwischendrin, und zwar kam ein Kommentar zu meinem kaputten Raspberry Pi rein. Ich soll da mal probieren, auf den Kartenleser drauf zu drücken, ob es vielleicht einfach nur ein Kontaktproblem ist. Also zum einen, ja, stimmt natürlich, das könnte durchaus ein Kontaktproblem sein, denn das, was passiert ist, es war ja nur die Power-LED an, sonst keine Reaktion. Das passiert auch, wenn nichts drin ist. Auf jeden Fall, weil wenn ich mir hier so reingucke, da ist ein Kontakt, der sieht jetzt nicht ganz so berauschend aus. Den biegen wir dann vorher nochmal hoch. Aber eigentlich erwarte ich jetzt nicht, dass das so viel bringt. Denn normalerweise sitzen die relativ dicht drin und sollten da eigentlich auch Kontakt machen, wenn sie relativ weit runter gedrückt sind. Ich bin jetzt wieder eingehangen. Jetzt ist er wieder eingehangen. Okay. Aber zur Sicherheit probieren wir es nochmal. Nochmal die SD-Karte rein. Die war ja frisch beschrieben. Und ich sehe alle von den Kontaktfedern, wie sie sich nach unten drücken. Also das sollte passen. Ja, Strom wäre noch eine gute Sache. Ne? Wie bauen wir das denn? Machen wir das hier so. Und dann versuchen wir das mal. Ich halte von hinten die SD-Karte nochmal fest. Na, schauen wir mal auf die Powerleuchte und... Tatsache. Das war's. Okay. Also war es wohl tatsächlich nur hier irgendeine von den Federn, die nicht richtig Kontakt macht. Mit etwas Glück war es die, die ich jetzt hochgebogen habe. Weil die sah relativ weit unten aus. Versuchen wir es nochmal, jetzt ohne festhalten. Ja. Ja. Funktioniert. Das sieht gut aus. Okay. Gut. Ein Raspberry Pi mehr. Oh, sorry, ich habe gar nichts gesehen, aber die Activity hatte gerade geleuchtet. Können wir nochmal resetten. Ein Raspberry Pi mehr zum Spielen.